Yeah, hier ist Dambo, das, ja, das T-Shirt-Model. Und wir haben es jetzt mal nicht gespiegelt gemacht, das heißt, es ist ungewohnt für uns, uns so zu sehen. Ja, ich gucke nach links und ich gucke da nach rechts. Ich verstehe es nicht, Hilfe! Ist ja lustig. Ist ja lustig. Ja, wir sehen uns jetzt auf ungewohnte Weise, nicht wie im Spiegel, sondern normal. Von den Undercut-Schnitt jetzt, ja. Voll homo. Das ist auch richtig ungewohnt, muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Man sieht, es gibt keinen Übergang mehr bei diesem Undercut irgendwie, ne? Ja, hat sie sich da vertan, oder? Nee, es gehört so. Ja, also ich weiß, ein Undercut, aber ich dachte, das war vertan, dass es ein Undercut geworden ist. Nee, ich hab gesagt, mach mal. Mach mal irgendwas. Alles klar, ich mach dir die schwulste Frisur, die ich finde. Okay. Oh. Sie sieht aus wie ein Klopapier. Du willst eine trendy Frisur haben? Moment, ich hole mir unsere Gehilfe. Ja. Das gehört so. Ich will das noch ausrasieren, na klar. So können wir das. Ihr macht ja am Nacken. Können wir das kurz ausrasieren? Ja, kein Problem. Ja. Okay, die Duels sind ja wieder gut das drauf. Das ist wie, hier in der fetten Groben, nee, die hat auch die Berufsschule. Der muss das nochmal richtig erzählen. Also, kommt ein Mann zum Fleischer und sagt, ich hätte ganz gerne von der fetten Groben. Und sagt er in dem Tresen, es tut mir leid, die Auszubildende an Berufsschule. Ich glaube, du musst mal hier reingehen, Daten, dass das, also ich gucke mal kurz hier, Tastenkonfiguration, das ist richtig. Ich glaube, jetzt musst du mal Viereck drücken. Config. Persönliche Daten, Tastenkonfiguration. Gib mir Tastenkonfiguration. Siehst du nur ein linkes Stick. So. Wieso geil. So, heute, 18. Du bist gelb heute. M60, ist das nicht eine Waffe? M60? Keine Ahnung. Falsch. Ich bin blau, ne? Achso, was bin ich, gelb? Ja, habe ich da gerade gesagt. Hey. Hörst mir nicht zu. Bist du gelb, ey? Mit gelb kann ich nicht spielen. Ja, merken wir schon. Es sind ja nur noch 4 Spieltage, glaube ich. Und heute ging 1860. Und ja, stimmt. Guck mal, ich war gar nicht richtig drin hier. Ist es nicht so, dass wir hier sogar noch absteigen können? Den Aufstieg. Nee. Den Aufstieg, glaube ich. Das war ja im vorigen Spiel, da haben sie auch alle gejubelt. Ja, stimmt. Aufgestiegen sind wir. Dambo, den hast du! Jasper. Jetzt! Oh, hätte sie gleich bringen können. Shit, schade. Ja, Dos Santos! Was war das? Er ist wohl stehen geblieben. Ich warte erstmal eine Sekunde. Oh nein. Wurde eigentlich sofort. Schade, ey. Oh, jetzt aufpassen. Mr. Germani. Ich hatte bei meiner Super League eine richtig ätzend. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel es war. Ja, bring ihn. Aha. Ja, sorry. Ich habe ihn nicht unter Kontrolle bekommen. Bei meiner Super League, ich weiß nicht mehr, wo es war. Es war, glaube ich, gegen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Ach, Mist. War doch, hat er. Oh! Das Santos war es, glaube ich, ne? Ah, schön. Da habe ich so ein. Verdammtes Kontertor gefällt. Welche Folge denn? Ja, ich weiß es alles nicht mehr. Wahrscheinlich in der Folge. Ihr müsst sie alle gucken. Ja. Was haltet ihr eigentlich von Thumbnails? Also wir haben jetzt ja durch unser neues Feature. Durch unser Geldabzock-Feature. Haben Geld wir jetzt ja halt die Möglichkeit, Thumbs zu machen. Was wir vorher nicht konnten, trotz unserer 8 Milliarden Videos, die wir hatten. Und unserer 90 Millionen Fans. Stell dir vor, Gronkh hätte niemals Thumbs machen können. Stell dir das mal vor. Und wo ist eigentlich Hans Klopapier? Ah, ich habe gesagt, der ist schlecht drauf. Ja, Hans Klopapier, das ist ja Goodie geworden. Ah ja, okay. Er läuft noch nicht. Nee. Ja, aber er zu fett ist. Der garstige Hobbit. Garstiger. Oh, Krümels. Sehr schön. Ich einfach mal weg. Ah, nee, shit. Ah. Also ich finde Thumbs ja sehr, sehr cool. Es sieht schon nach was aus. Also ich finde jetzt zum Beispiel bei der Superliga oder auch bei KSV, also es ist schon cool. Oh, Oliver Bartsch, sehr gut aufgepasst. Jetzt. Sehr gut. Dambo, den machst du. Ich komme nicht hinterher.
Och, das fand das war super, da. Oh! Ich kam nicht mit Bratwurst hinterher, ich hab den ja gelenkt. Ja, schade. Das hatte ich schon gesehen. Dos Santos sah sehr gut aus. Er hätte vielleicht sogar aus dem Lauf schießen können. Ja. Da wäre die Lücke gewesen. Habe ich mich nicht getraut. Dachte lieber, mach sicher, aber dann war halt alles. Ja, ich dachte mir, scheiß hier ab, ey. Das gleiche übliche Problem, keine Ahnung. Super. Deutscher! Mr. Deutscher! Oh! Ja! Schönes Ding! Klasse! Er beißt nicht mit die Schulter! Das hat aus der Zombie! Jetzt gibt's Nackenkotelett! Das hat aus der Zombie! Lass mich da hoch! Alex Brandt von den Milch, komm mal nicht rauf! Der Koloss! Alter, dass der noch reingegangen ist! Schönes Ding! Da läuft der Dicke, super. Der Dicke läuft! Doppelpfostentor! Das ist doch hier Tor des Jahres, Select! Tor des Monats, das ist ein gutes Tor, was man mal so irgendwo einspielen kann. Aber von der falschen Position. Da sieht man ja nichts. Aus der falschen Position. So, Blanco. Ja, super, ne? 1 zu 0 schon mal. Schönes Ding, ja. Hat er gut gemacht, der Deutscher. Hat er Auge gehabt? Ich hab Auge. Ey! Also Mr. Deutscher, Mr. Tier, Man of the Match. Schon gleich hier. Das reiht sich ja. Mr. Deutsche ist gleich hier. Mr. Deutsche ist ein Team. Ich bin dafür, dass Mr. Deutsche uns nochmal einen Rap hier rauf spielt auf unsere KSV-Folgen. Aber nicht so ein Oma-Battle-Rap, sondern mal. Ja, auch, das wäre auch richtig geil. KSV-Deutscher-Rap. Wir müssen die Oma mit ins Spiel reinbringen. Ich bin die Oma von Mr. Deutsche. Hier, yeah, unser Battle-Rap für den KSV-Zocker-Dudes. Oh, schade. Der war gar nicht so schlecht. Wäre abgeprallt, hätte ich dann noch hinterher. Ich habe nämlich meinen Mann davor geschoben. Schön mit. Oh, der war gar nicht so schlecht. Ja, hast du nach rechts noch gedrückt zum Reinfädeln? Ja. Obwohl, nee, ich habe nur gerade ausgedrückt. Ich glaube, der wäre noch einen Tick besser gekommen mit Einfädeln wahrscheinlich. Oh, Sole Mio. Oh, hat er gut gerettet. Endlich war der schon. Boah, Mr. Deutsch auch dazwischen. Deutscher zieht ab. Oh, nee. Schade. Das ärgert sie sich auch. Mhm. Da habe ich nicht mehr reagiert. Da habe ich nicht mehr gerechnet. Schade. Da hätte er wahrscheinlich Google Chat und Beine rausholen müssen. Okay. Versuch mal flach zu machen. Ich habe geschossen, aber irgendwie dann doch nicht. Ja, stand nämlich im Abseits, war sehr gut. Eieiei, wir kämpfen, also es ist gar nicht so einfach. Immer so gut. Schön, also Mr. Deutscher immer richtig. Schönes Spiel heute von Mr. Deutscher. Ja, war schön gedacht. Ich bin dann nur in die falsche Ecke gelaufen. Schade. Oh, Zutina, schön. Also alle, die passen sehr gut auf, die Jungs. Hoch. Oder? Oh. Ah. Ich bin hier doch schon richtig am Abspasten. Oh, super. Linus. Das hat er richtig gut gemacht. Also alle sind hier aufmerksam. Das gefällt mir sehr gut. Ah, nee, shit. Das war Ball, eigentlich, aber das Schiedsrichter sieht es wahrscheinlich meistens dann anders. Ah, Mist. Ja, das bringt Zeit. Wir müssen den Ball halten. Und spielen wir da auch nicht. Sehr gut. Deswegen verwandle ich ihn erstmal einfach direkt. Aus 40 Metern. Alpha. Oh! Sehr gut. Da hat er mich ein bisschen getreten. Schade. Also wenn er den gekriegt hätte, dann wäre Darmbold auch sowas von durch gewesen.
Du willst hier noch anders spielen, ne, die ganze Zeit? Ja, ich... Oh, das bin ich. Nein! Schade, da war richtig dicht. Sehr erste Halbzeit vorbei. Woo. Ein kleiner Spot und gleich geht's weiter. Ja, und jetzt geht's auch weiter. Ja, liebe Grüße von hier aus an Playtimes. Ich hoffe, ich kann mich dran erinnern, dass wir den Spot da einspielen. Geldgeil. Nein, keine Werbung, keine Angst. Also schon Werbung, aber keine, die ihr überspringen könntet. Vor die jetzt. Nix. Oh, direkt. Kiralli. Ich irgendwie... Du weißt, mit R1 sprinten und... Ja, aber... Zusatzoptionen funktionieren. Wahrscheinlich, weil es anders eingestellt ist. Oh, das war ganz schlecht. Oh, das war noch schlechter. Das bist du, ne? Ach so. Hast du gesehen, wie schön ich das gemacht habe, unbewusst? Durch ihn durchlaufen. Steht im Abseits. Jetzt nicht mehr. Sehr gut, Zudina macht auch ein schönes Spiel. Ja, der war nicht... Konnte nicht passen, aber Nomisinho, den hast du noch. Schön gemacht, Nomisinho. Klasse. Oh, da wollte ich vorher... Ach, Santos. Da hat er vorher schon gepfiffen. Wojkowiak. Ja, Hamburg hat gewonnen. 1-0 gegen Mönchengladbach. Die sind jetzt auf dem 6. Platz. Ist auch mal was Schönes. Ah, schade. Ah, Jolo! Ich dachte, was geht? Ich dachte erst, wo schießt er ihn hin? Was ist das für ein komischer Schuss? Ich wollte ihn richtig reinballern. So. Und BAM! Mann, und BAM! Also mal dann hier R1 oder so gedrückt, dass er dann nochmal. Nee, aber eigentlich, wenn er. Wolli da. Eigentlich hat er direkt. Da wollte ich einfach nur. Boah! Er wollte das aber spannend machen. Ding raus. Bing, 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 bing. Raus. Ja, 2-0. Das sage ich mal. Unser Tor ist hinten Blanco. Und der Rest ist Mr. Marco. Deutscher. Marco Blanco. Aufgepasst. Sehr schön, Oliver. Ah, da war ein bisschen zu risky gespielt. Ja. Ah, Stiggy. Schade, dass er nicht so direkt auf Dambo ging, ne? Hätte ja klappen können. Ja, war klar. Ja, denn wirklich ein bisschen, könnte auch gelb. Ja, ist gerecht werden. Zudina. Kein Ding. Ein bisschen unbedachter in den Ball gegangen. So, alle Attacke. All Attacke. All. Boing. Und das ist? Freistoß. Abstoß. Freistoß. 11 Meter. Für uns. Hier, Linus hat den Ball. Vielleicht auch. Geht irgendwas nicht? Kann nicht Pause drücken. Das ist Select. Deswegen, dann sind die wirklich anders eingestellt. Ja, weil der wurde nicht erkannt wahrscheinlich. Der Controller wieder ist wieder weg. Deswegen, wir spielen hier mit Handicap. Jo. Oh. Nein! Oh, Mann. Mr. Blanco.
Eieiei, 69. Minute. Abseits da hinten steht er, jetzt nicht mehr. So, Stissel. Ja, ja, da hat er mich weggeht. Halt ihn weg, halt ihn. Ich hab ihn. Ah, okay. Oben abdecken, genau. So, gelb-rot jetzt für Zudina, nein. Ich hab passen gedrückt. Ich hab mehrmals passen gedrückt. Pass. Oh, Gammel. Gammel, ey. Ich hab echt wegpassen gedrückt, ging nicht, weil er mich hier angegammelt. Ja, und ich, mein Problem war, ich, der R2-Knopf, ne, ist normalerweise dann der, wo ich mit ich rübergehe und das hat natürlich nicht funktioniert. Ich kann noch mal. Nee, ist egal, machen wir im Wiesen so. Warte, warte, warte. Nicht, dass wieder hier irgendwie... Das ist deine? Ja. Der dritte? Ja. Ja. Können wir das mal testen? Kannst du Start drücken? Select? Ah, ich muss auch. Drück mal jetzt Start? Ja. Ah, jetzt gehst du? Jo. Okay. Jetzt bist du der zweite Mann wieder. Jetzt bist du auch Mr. Roter Blitz. Jetzt kannst du gar nicht mehr spielen. So, erstmal hier. Stissel. Lässt du dir erstmal liegen. Hast du gesehen, oder? Da habe ich ihn richtig frisch gemacht, ey. Du kommst nicht durch, er ist eine Mauer. Lass mich durch, lass mich durch! Kastanienbaum! Zudina, gutes Spiel gemacht. Mr. Deutschland muss natürlich drin bleiben, weil er Mr. Profi ist. Oh, Deutscher! Das war so ein bisschen wie Lewandowski. Hast du gesehen von Lewandowski die rote Karte? Das war genauso, er guckt zur Seite und zieht voll durch. Kann man es mal ganz kurz in der Slow-Mo sehen jetzt nochmal? Da sehen wir es jetzt nochmal. Einfach mal weggucken. Friss das! Ich stelle mich mal so. Ich nehme mich immer abseits. Oh. Wollte den Keeper behindern. Ein bisschen zu stark, ne? Mal kurz gucken. Ja, ein bisschen kleinen Tick. Aber hätte gepasst, glaube ich, rechts oben. So ein bisschen. Wenn man ihn anders geschossen hätte. Hätte gepasst. Da oben, oben, ja. Jo. Brati! Yeah! Das ist Teamplayer! Teamplayer! Dos Santos heute, Man of the Match, zwei Tore. Zwei Tore, ich habe glaube ich zwei vorbereitet, ne? Ja. Ich habe vier geschossen. Von drei? Drei, ne? 3-1 steht's. Achso. Ja. Nee, ich habe drei geschossen. Ziehreis. So, also. Ziehreis, zieh! Ja, sehr gut. Nomisinho. Jetzt machen wir sie ganz fertig. Oh. Schade. Schalde. Schalde mal. Ah, Vasulu rein. Vasulu, Bratpfanne, auch gutes Spiel gemacht. Das müssen wir immer machen. Standing Ovations auch. Oh, aufstehen und dann. Dann sieht man aber, dass wir hier ohne Unterhosen spielen. Stimmt, ohne Hosen. Das darf man das ja nicht. Oh, du. Boah, bin ich langsam. Kannst du ruhig mitlaufen? Weil sonst schieße ich einfach. Ja, ich dachte, du. Er stand ja, genau. Ja, ja. Er hätte direkt. Ich dachte, du läufst aber weiter, dann hätte ich dich. Wenn du hattest zwei auf deiner auf dich gezogen. Ich war quasi frei. Ich hätte ja dann direkt. Er hat ja hier seine Fernschussschuhe an. Genau, stimmt ja. Ah. Wechselt er mich weg. Hast du das, wenn man da an den Gegner dran klebt? Gehst du? Stissel. Na. Unten ist noch einer. Boah! Ist richtig! Ah!
Kastanienbaum, guter Einsatz. Schade, ey. Linus hebt erstmal prophylaktisch den Arm. Ich glaube, es ist abseits hier. Ich hab's genau gesehen. Ich glaub, jeder Pass ist abseits. Oh, super aufgepasst. Abgegeben, geh nicht hinterher. Oh, sorry. Der kam nicht gut. Weil ich die ganze Zeit versucht habe, Mr. Deutsche zu kriegen und dann. Ah, nee. Nein! So einfach. Da muss er sich nur noch hinlegen. 2-3. Eigentlich gar nicht so souverän, wie wir hier gewinnen, ne? Ich bin so locker und so souverän ist es gar nicht. 2-3. So hat Bremen gegen Freiburg verloren. Ja. Ja, war natürlich ein Spitzenpass, hat er. Go mehr after. Jetzt hinten herum, ne? Tor, Deutsche! Das ist gewesen. Mhm. Und jetzt 3-3. Nee, das ist Abpfiff. Schade, yes! Deutsche hätte ihn jetzt noch gehabt. Und nochmal sein Beast-Shot. Beast. Die ganze obere Reihe. Mr. Leer, Beast. Ey. Guck mal, die obere Reihe, ey. Zweiter und dritter Rang. Mr. Deutsche heute. Leer. Man of the Match. Ja, wir haben ein Riesenstadion und keine Fans. Der untere Rang ist schon fast leer. Gar keine Linie. Oh, noch ein Spieltag. Und zwischendurch auch noch. Oh! Wir haben Hertha sogar noch überholt. Hertha hat. Ja. 69, 68, 67. Uiuiui. Können wir noch am letzten Spieltag Lautern überholen? Erster. Also, Tordifferenzen wären natürlich die besten. Einfach. Ja. Auch richtig bitter, ne? Erster FC Köln hat noch eine Plusdifferenz zwischen den ganzen Minusdifferenzen und ist trotzdem nur Neunter. Ja, so sieht's aus. Ja, so kann's gehen einfach, ne? Das heißt ja aber schon mal, dass der Kölner Club nicht aufsteigt. So, gegen FC Bayern. DFB-Pokal. Finale! Erstmal hier den Nackenschädel. Was glaubt ihr, wie spielen wir im Finale gegen Bayern? Bayern München gegen KSV. Linus hat eine Sperre. Nein! Gegen Bayern München. Da können wir schon mal zeigen, wie geil wir sind. Ja. Und dass wir in die erste Liga gehören. Verdammt nochmal. Bayern spielt auch nur im Kreis. Also, die kochen auch nur mit Wasser. Die haben heute wieder 2-0 gewonnen gegen Wolfsburg, glaube ich. Ja. Ich glaube, vielleicht sollte einer von uns immer. Die Fans erwarten einen Pott. Guter Dude, schlechter Dude. Ey, wenn du dieses Video jetzt guckst, ne, dann gefälligst abonnier uns, du Mischstück. Ribéry 96. Eieiei. Ja. Also, es sieht aus, dass wir gegen zum nächsten Spiel gehen und dort gegen Bayern München DFB-Pokal gewinnen oder verlieren. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne immer ins Spiel, wer für euch der Man of the Match war und wer der Loser des Matches war. Und hallo! Dambo! Ihr Noobs! Deutscher, definitiv. Also, nee, für mich, obwohl doch. Der hat gute Stinger gemacht, ne? Nomi Senior aber eigentlich auch. Der hat Tutina auch. Also Tutina hat in der Abwehr echt. Und Stissen! Eigentlich alle. Die alle waren so gut. Deutscher hat mir zumindest in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen. Er hat ja echt die Bälle abgefangen. Er hat gute Pässe gespielt und hat sich vorne noch mit angeboten. Ja. Ich glaube, er hatte das größte Laufpensum in dem Spiel. Obwohl er der dickeste. Obwohl der dickste ist. Der dickste aber von Boogie. Tutina hat hinten auch ganz oft die entscheidenden Dinger durchgelassen. Ja. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir gar kein Tor gekriegt, oder? Nee, das war jetzt ja hinterher. Erst in der zweiten, ne? Ja, na gut. Ja, schreibt eure Meinung in eure. In eure Abo-Box. In eure Kommentare. Und dann sehen wir uns zum DFB-Pokal-Endspiel gegen den FC Bayern München.